Fische, Liebe, können Sie sich ein Liebesleben ohne Drama vorstellen? Die Venus im Löwen rückläufig kann beide Seiten spielen, Komödie oder Tragödie, und es steht an Ihnen, ob Sie der Regisseur für die eine oder andere Variante werden wollen. Am 21.08. steht die Sonne im Quinkungs zu Pluto und kann Ihnen helfen, sogar dramatische Ereignisse und Erfahrungen zu verarbeiten und buchstäblich in einem neuen Licht zu sehen. Sie sind nicht zerstört durch Liebeskummer, sondern Sie haben etwas dazugelernt, und das gibt Ihnen eine völlig neue Perspektive. Dann am 22.08. steht Mars in Opposition zu Neptun. Das ist der Startschuss in eine Zukunft, in der Sie selbstbewusst das Steuerrad ergreifen und sich nicht mehr passiv auf andere verlassen. Beruf. Sie haben jetzt viel Glück im Beruf, doch es könnte sein, dass Sie es gar nicht erkennen, weil Sie so sehr mit Ihren Gefühlen befasst sind. Denken Sie praktischer, lieber Fisch. Lassen Sie sich jetzt die Gelegenheiten nicht entgehen, beruflich zu glänzen und auch mehr Geld zu verdienen. Merkur und Venus sind günstig, sodass neben Aufstiegschancen auch das Zwischenmenschliche am Arbeitsplatz harmonisch sein sollte, was Sie als sensiblen Charakter immer besonders beschäftigt. Am 20.08. steht die Sonne im positiven Quinkungs zu Neptun und macht Sie kreativ. Wollten Sie nicht schon immer etwas Künstlerisches machen und sei es als Nebenjob? Jetzt ist die Zeit dafür, eine Fortbildung zu machen, sich zu vernetzen und aktiv zu werden. Gesundheit. Venus-Aspekte machen Sie nervlich etwas anfällig, denn Sie sind dünnhäutig und wollen sich gern von der rauen Welt zurückziehen. Am 22.08. steht Venus im Quadrat zu Jupiter. Das ist ein stressreicher Tag für Sie, an dem Sie sogar nah am Wasser gebaut haben könnten. Denn Venus-Jupiter-Spannungen sind ein emotionales Gleichgewicht, das außer Balance gerät. Sie bringen auch Grübeln über vergangene Beziehungen mit sich. Spirituelles. Am 31.08. ist der zweite Vollmond mit Sonne in Jungfrau, Mond gegenüber in den Fischen. Das ist ein Tag, um energetisch abzuschalten und statt immer nur zu handeln, kontrastweise in die Energie des Nachdenkens und die Kontemplation oder Meditation zu kommen. Das bedeutet nicht Passivität, sondern im Gegenteil gesteigerte Aktivität, die sich jedoch nach innen richtet. In den hochemotionalen Fischen mit ihrer Neptun-Betonung kommt nun spirituelles Wachstum auf sie zu.